Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ich nehme mal an, diese Skizze haben wir noch nicht geguckt, deswegen spiele ich sie jetzt einfach mal ab. Setzt einmal Geschmack bei Freunden. That Ivor guy is something else, huh? Apparently he's Mila's handmaid. But perhaps we shouldn't be surprised at her unusual taste in friends. They don't get much weirder than that. You're one to talk, Tipo. He scared me. He was so mad at Jude. Well, he does attract the weird ones. You're one to talk, Leia. Hey, what's that supposed to mean? Okay. Und das zweite, das Problem mit Vivian oder Vivan. Vivan, was weiß ich. I hadn't heard about these wyverns before. Wyverns are a special breed of flying monster native to a remote region of Azul. They're quite intelligent, but very rare. And only those who have mastered a special art can train them. Is it really safe to ride one? That depends. I've heard that if a naughty child tries to ride, the wyvern will gobble her right up. Hey. Is that true? Don't worry, Ellie's a good kid. Yeah, she'll be fine. But what about you? It'd be a shame to see Tipo get eaten. That can't be good for a wyvern's stomach. Huh? No! You can't let it eat me! It's okay! You're a good kid too! Well, Kind? A gullible one. I can tell you that much. Okay, die hatten wir noch nicht. Da ist hier, werde ich auch ab und zu mal nachgucken, dass wir nichts verpasst haben. Weil verpassen können wir sie im Spielverlauf schon, aber naja, so im Let's Play, sage ich mal, können wir sie nicht verpassen, weil ich sie euch dann zeige. Hahaha, geil, ne? Na gut, wo sind wir hier stehen geblieben? Bei Intelligenz, glaube ich, oder Stärke. Hier, hallo. Adrenalinrausch steigert nach Ausweichen durch einen Rückwärtsschritt 8 Sekunden lang die Geschwindigkeit von Bewegungen und schnellen Schritten. Okay. Aber ich glaube, ich habe irgendwas anderes in Angriff genommen. Wenn ich jetzt nur wüsste, was. Dunkelschutz. Bleh. Sonnenbrille. Das reicht. Ne, das Lichtschutz. Boah. Du kannst bei Fortschritten einen Angriff ausführen. Das ist bei schnellen Schritten nur einmal möglich. Ich würde mal das machen. Klingt irgendwie super duper. Da machen wir mal Vitalität. Du brauchst etwas mehr Abwehr. Zack. Und FP. So, Leia, du wolltest das ja haben, ne? Jetzt glaube ich Doppelsprung, wenn ich mich irre. Wir werden natürlich direkt eingeballert. Oh, Luftsprung, haha, ist das gleiche. Egal wie man es dreht. Und hier. So. Mila hat ihre Liliumkugel ausgeweitet. Ich meine, erweitert. Luftsprung. Dadurch kannst du zwei aufeinanderfolgende Sprünge machen. Geil. Okay, wie komme ich da in Bewegung? Was gibt's denn noch hier? Kurze Stabilität. Vermeide nacheinander. 15 Sekunden lang zu taumeln. Dunkelschutz. Siegelspeer. Speersalben, die aus einem Beschwörungskreis verstoßen werden und jeden Gegner durchbohren. Ja, wollte ich machen, muss ich aber nicht. Ich kannst du den Angriff in die Luft abwehren. Wie geht das denn? Ja, ich würde dann aber auch hier erstmal einen Luftsprung machen. Zwar Bewegung, Bewegung, Bewegung. Schlüsseldinger sollte ich sowieso immer fort machen. Mache ich auch eigentlich. Dann habe ich dann nicht hier als erstes die Dinger gemacht. Am Anfang vielleicht. Nur wenn irgendeine andere Fähigkeit attraktiver war. Fertigkeiten. Ich habe da auch Fertigkeitspunkte und so weiter und so fort bekommen. Ja, macht das Minimalschaden. Das kostet ja nur eine. Ha! Nein. Bescheuert. So, Luftsprung. Gleich mal sehen. Und sie hatte doch hier. Geschicklichkeit, kritische Trefferrate und Betäubung war da doch. Also sozusagen, was in Tales of Graces F Präzision war. Oder? Ja, bist du da eigentlich, ne? Ja. Ja, müsste eigentlich.
So. Und ruhig zurück ins neue Territorium, vor allem zurück. Hi. Ich möchte mal einen Shop haben. Was haben wir hier? Schaufeln. Sack. Mysteriöse Perlen. Keine Juwelen, Perlen. Okay. Jetzt mal. Nee, sind wir nicht. Ich dachte, wir wären unten. Komme ich hier wieder hoch? Ja, ne? Ha! Hat das irgendwie was gebracht? Aua. Bro, du kannst mal. Irgendwie sind wir alle tot gleich. Und nein, ich will Elfenheilung oder Feenheilung oder was auch immer. Verdammt. Nee, irgendwie nicht. Wir haben zwar voll dicke Schaden bekommen, aber kriegt alle. So, hi. Hier ist nichts mehr, okay. Wie ich auch einfach so zu Leia gewechselt bin, nur um einen Doppelsprung zu machen. Nee, wie bescheuert. Das hat euch voll gebracht. Wieso kann ich hier runterspringen, aber bei den Dingern nicht? So, hier gibt es zwei Wege. Das sieht schon richtig aus. Wo ist der blöd? Das hier nicht. Okay. Komm. Na. Wie konnte er mich sehen? Ho, ho. Und auch nichts. Ich bräuchte irgendwie so einen Angriff, der mehr Schaden macht, je höher man ist. Das wäre doch geil. Zählt das? Ich kann mit Rome keinen Angriff mehr kombinieren. Oder? Nee. Das bringt da nichts. Dann wieder. Warte mal, das hat's gemacht. Flare Tornado. Ja, okay, machen wir nicht platt. 38 Treffer. Schön. Ja. Ich frage mich gerade, gibt es auch irgendwie so Sachen, die man bekommt, wenn man 50 Treffer oder irgendwie sowas mal bekommt. Wir bekommen ganz schön viele von diesen Multi-Heilungsdingern. Warte mal. Okay. Ich dachte. Damn! So, zack, zack, zack. Aua. Und viral, nee, mein Gott, habe ich jetzt nicht gesehen. Er ist nicht erschienen. Was, wer war das? Boah, diese Flammenwerfer, die geben uns aber auch. Oh, ich habe eine Idee. Ah nee, Feuerresistenz haben wir nicht, ne? Die können wir nur gerade erst lernen. So, ich haben wir. Und ich habe auch jetzt. So, okay. Und Elfenheilung. Zack. Treffen zwar überhaupt nichts, aber egal.
Nein. Ich hab keine TP. Verdammt, aua. Da sind auch noch zwei Gegner, oder? Verdammt. Hier geblieben. Aber sie schafft es von alleine, ja. Dinger aufzuleveln. Gibt's doch nicht. Oh, überall Explosionen. Boah, wir müssen unbedingt hier leveln. Jetzt haben wir keine Dinger mehr. Jude liebt Rowan. Ja, genau. So, jetzt erstmal hier die Dinger verballern. Und Rowan, level up. Level up. FP, ich weiß nicht. Ich wollte ja nur Intelligenz erstmal hochballern. Feuerschutz. Was haben wir noch? TP um 10%. Machen wir mal hier Bewegung. Der alte Mann muss sich ja bewegen. Also Kraftpunkte. Betäubung. Ich weiß nicht, wirkt sich halt auch auf Zauber aus. Also dass man mit Zauber auch betäuben kann. Hi. Ruhig, langsam, ganz ruhig. Ha! Und wir machen euch platt. Und die Hälfte der AP verloren. Nee. Oh, okay. Hätte ich gerne gesehen, was ihr da macht. Zack! Sport TP. Wir bekommen auch wirklich Erfahrungspunkte. Ist nicht zu fassen. Und hier. Hier hat jemand die Tür aufgebrochen. Oder auch nicht. Hier ist eine Truhe. Oder auch nicht. Und Tränke des Lebens. Oder auch nicht. Also nicht, dass er mich sieht. Ihr müsst ja eigentlich anfällig gegen Wasser sein, ne? Oder Eis. Wenn ihr hier mit Feuer kämpft. Dürfte ich euch nur daran erinnern, dass man mit Feuer nicht spielt. Und verdammter Dreck. Wieder, du kannst ruhig. Au. Aua. Oh, das waren solche Erddinger. Aua. Oh, der hat voll viel TP immer noch. Nach all dem. Ich fasse es nicht. Riesenmuschel. Das hat der Typ so hartnäckig bewacht, ne? Verdammt! Ah! Wie ist das Ding durch die Tür ge... Wie ist das Ding durch die Tür gekommen? Ich weiß es nicht. Ja, okay, komm her. Schwäche. Wieso seid ihr schwach gegen Feuer? Bam, 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 bam. Ich kann auf Feuer einsetzen. Kein Ding. Das zieht verdammt viel ab. Ich brauche gar keinen. Ich brauche gar nicht wieder als Partner. Ich kann auch erst Severed Fate machen und dann Feuerkugeln hinterher werfen. Das wird doch auch klappen. Und wir müssen jetzt gewinnen, weil Zeit gleich um. Bam, bam, bam. So, hier haben wir alle weggefegt. Wir öffnen auch das hier. Und ja. Ich sehe euch dann im nächsten Part. Tschüss.